Hallo, da bin ich wieder und heute gibt es einfach einen ganz kleinen Quick-Tipp von mir. Ich glaube, ich habe noch nie so einen kurzen, einfach, ich will euch mal kurz einen Tipp geben Video gemacht. Ein kurzes, ich will euch kurz einen Tipp geben Video gemacht. Grammatik ist wichtig, achtet auf eure Grammatik. Und was ich euch heute zeigen möchte, sind einfach diese Haargummis von Ebelin. Die sind mir nämlich letztens beim Einkaufen bei DM über den Weg gelaufen. Und das ist ja schon sehr, sehr lange im Gespräch, dass diese Haargummis, die es schon seit Ewigkeiten gibt, die Metall dran haben, wo das Haargummi verbunden wird oder auch eine Klebestelle dran haben, dass die wirklich schlecht für die Haare sind. Gerade wenn man, wie ich, eigentlich ständig die Haare in einem Pferdeschwanz trägt, dann ist es nicht gut für die Haare, weil immer diese Kanten, entweder vom Metall oder die Kanten von der Klebestelle, die auch recht hart sind, an den Haaren so reißen und zerren. Und wenn ihr es reinmacht oder wenn euch die Haare, wenn ihr die einfach so mal kurz bewegt oder sowas, dann habt ihr sofort immer diese Bewegung von dem Metall oder von der Klebestelle an euren Haaren. Und das ist wirklich nicht gut. Und deswegen gibt es schon jetzt seit einer Weile auf dem amerikanischen oder britischen oder fragt mich nicht was Markt. Jedenfalls habe ich es auf YouTube immer wieder gesehen, so eine Gummis, die geknotet sind und deswegen nicht diese harte Stelle haben. Und die wollte ich schon ewig lange haben und dachte dann aber, was ist denn das hier, was mir dann eben gerade so zufällig über den Weg gelaufen ist. Diese Haargummis haben überhaupt gar keine, weder eine Knotstelle noch eine Klebestelle noch irgendwas, also die sehen aus, als wären die so aus einem Stück irgendwie gegossen. Und vielleicht zeigt ihr mir jetzt einen Vogel und sagt, ey Julie, die gibt es irgendwie seit 8 Jahren schon bei DM. Und es ist ein bisschen peinlich, dass du uns die jetzt irgendwie zeigst. Aber ich habe die noch nie gesehen. Wirklich. Ich glaube, die sind neu. Also ich habe immer mal wieder natürlich bei Haargummis geguckt. Ich kaufe dann, wenn ich Haargummis kaufe, dann immer so, ne, gleich so einen großen Packen oder sowas und nicht so einzelne. Das heißt, ich muss jetzt nicht jeden Monat Haargummis kaufen. Aber ja, das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es die nicht und diesmal gab es die. Und ich dachte, oh mein Gott, nicht nur ich muss die haben, sondern oh mein Gott, ich muss euch davon erzählen. Und die gibt es in braun und in schwarz und ich habe es jetzt einfach in braun genommen, weil meine Haare braun sind und wollte euch das jetzt einfach schnell berichten. Schreibt mir doch mal bitte unten in die Kommentare, ob ich euch jetzt damit helfen konnte oder überraschen konnte oder euch einen hilfreichen Tipp geben konnte oder ob vielleicht die ganze Welt außer mir von diesen Haargummis schon weiß, weil das wäre mir so ein bisschen peinlich, aber ja, ne? Ich wüsste es dann trotzdem gerne im Nachhinein. Jedenfalls, ja, ich habe mich super gefreut, dass ich die gefunden habe. Und falls es für euch eine neue Info ist, dann freue ich mich. Und dann kann ich euch ja noch kurz den Preis dazu sagen. Die haben 1,95 gekostet und das sind 9 Stück. Ja. Und ich freue mich, dass ich sie gefunden habe und wiederhole mich gerade. Und deswegen werde ich dieses Video jetzt am besten einfach beenden. Vor meinem Fenster schreit nämlich heute die ganze Zeit irgendwie jemand rum. Und ich weiß nicht warum. Und das irritiert mich so etwas. Und vielleicht rede ich deswegen jetzt auch gerade so schnell. Ich denke, ich muss das Video ganz schnell fertig bekommen, bevor der wieder anfängt zu schreien. Ja, gut, meine Lieben, das war es dann für heute. Also es war, wie gesagt, jetzt nur ein kurzes Video. Es kommt aber in diesem Jahr auf jeden Fall noch ein Video von mir für euch. Und ich wünsche euch dann heute erstmal einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, tschüss!